Zunächst einmal, welche Sorten gibt es überhaupt? Es gibt das Fimo Kids, das ist die weicheste Variante von Fimo. Besonders für Kinder geeignet, geruchsarm, einfach leicht zu kneten. Fimo Soft. Fimo Soft ist ein Mittelding aus Fimo Kids und Fimo Classic. Es ist weich genug, um kleine Öhrchen zu formen und an sich eigentlich meine Lieblingsvariante. Fimo Classic ist fester und damit schwerer zu verarbeiten. Es eignet sich dadurch aber besser für das Herstellen von zum Beispiel Skulpturen oder Canes. Wenn man jetzt aber nur Fimo Soft zum Beispiel zur Hand hat, ist das überhaupt kein Problem. Man kann einen Teil ausrollen, zwischen zwei Blätter legen und der Weichmacher, der darin enthalten ist, wird vom Papier aufgesaugt und du hast in Wahrheit Classic. Fimo Classic gibt es in der Form eigentlich nicht mehr. Bei mir wird es immer noch im Ort verkauft, aber eigentlich heißt es jetzt Fimo Professional. Dann gibt es noch Fimo Effekt. Hier zum Beispiel mit Glitzer und dieser verfärbt sich ein bisschen dunkler und Fimo Effekt ist ganz cool, weil da gibt es zum Beispiel auch nachtleuchtend und es leuchtet eben, wie der Name schon sagt, im Dunkeln und kommt mit unterschiedlichen Varianten. Von Fimo gibt es dann noch Fimo Air Light. Deine lufttrocknende Modelliermasse. Du kannst sie nicht mit dem normalen Fimo in den Ofen schieben, sondern musst es an der Luft eben, wie gesagt, trocknen lassen. Ja, also falls es dir zu schnell trocknet, kannst du ein bisschen Wasser hinzuträufeln und es wird wieder leichter zu kneten. Und die Risse kann man so auch ein bisschen verdecken. Dann gibt es noch andere Marken, wie zum Beispiel Premo. Es wird bei 130 Grad gebacken, du kannst es aber trotzdem mit Fimo kombinieren bei 110 Grad. Das ist überhaupt kein Problem, habe ich selber schon getestet. Und dann gibt es zum Beispiel noch die Marke Zenit. Wird auch bei 130 Grad empfohlen. Allerdings kannst du es genauso mit Fimo kombinieren. Also mein Gefühl zu Zenit ist, dass es weniger schnell austrocknet wie Fimo. Also an sich eine gute Sache. Zum Thema Werkzeug. Welches Werkzeug benötige ich? Fimo selbst bietet solche Cutter an. Die eignen sich ganz gut, sind aber wirklich scharf am Anfang. Setzen sich dann ein bisschen ab, aber sie sind wirklich extrem scharf. Dann gibt es noch ein Präzisionsmesser. Oder für den Anfang einfach ein Stanley-Messer verwenden. Funktioniert genauso und schneidet auch gut. Dieser Cutter eignet sich gut, um diese abgebissene Kuchenoptik zu erhalten. Normale Cuttermesser kann man biegen, du kannst also auch rund abschneiden. Oder du möchtest, wie bei Skulpturen zum Beispiel, bestimmte Sachen abschaben, dann eignet sich das Präzisionsmesser sehr gut. Zum Ausrollen gibt es solche Acrylglasroller. Sind super zum Ausrollen. Du kannst aber stattdessen, wenn du dir so einen noch nicht leisten möchtest, ein gewöhnliches Glas nehmen, mit dem kannst du genauso ausrollen. In Nagelstudios werden oft solche Werkzeuge verwendet, diese kannst du aber genauso für Fimo verwenden. Du kannst damit zum Beispiel Löcher für die Augen machen, du kannst verblenden damit, wenn du die Ohren schön anliegend am Körper haben möchtest. Dies hier eignet sich auch super zum Verblenden, zum Glattstreichen. Ist wirklich eine super Sache. Mit einem Zahnstocher kannst du zum Beispiel feine Rillen machen. Und mit einem Alufolie-Kügelchen kannst du eine Keksoptik erzeugen. Kannst du übrigens genauso mit einer Zahnbürste machen.
Falls du mit Kindern arbeitest, ist dies womöglich dein perfektes Set. Hier ist ein kleiner Ausroller drinnen, Schneidewerkzeug und zum Glattstreichen. Feuchttücher sind auch immer ganz praktisch, dann kann man sich zwischendurch gleich mal die Hände reinigen. Acrylfarben, damit man Fimo zum Beispiel einfärben kann. Nagellack im Anschluss, damit man Akzente setzen kann. So, auf zu den Unterlagen. Wenn du noch Anfänger bist, würde ich dir empfehlen, einfach Backpapier unterzulegen, dieses vielleicht eventuell noch zu befestigen, so wie ich das bei meiner Acrylglasplatte gemacht habe hier. Ich habe sie einfach mit einem Tape befestigt, damit sie mir nicht davonläuft. Und dann möchte ich euch aber trotzdem noch eine andere Variante noch vorstellen. Das wäre so eine Gummimatte von Amtech. Auf dieser kann man perfekt schneiden, ist auch eigentlich zum Schneiden gedacht und eigentlich eine super Unterlage, aber man muss darauf achten, dass das Fimo nicht zu weich ist auf solch einer Arbeitsfläche, denn ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass es dann ein wenig grün abfärbt und das ist dann nicht mehr so toll. Eine ganz einfache Variante hätte ich auch noch, sonst da könntest du dir aus einem alten Bilderrahmen einfach das Glas rausnehmen und dieses am Tisch befestigen, vielleicht mit Klebeband und auf diese dann deine Werkstücke fertigen. Am leichtesten ist es trotzdem noch, das Backpapier aufzukleben. Dieses kannst du dann ganz gewohnt in den Ofen schieben. Du musst nicht dein Werk noch runter schneiden, runterkläseln. Und ja, es ist einfach die einfachste Variante. So Eyepins und Biegeringe sind auch immer ganz praktisch. Beachte, dass du die Eyepins, wenn du sie drinnen hast im Fimo, dann später noch anklebst. Am besten mit Sekundenkleber. So, einfach einpinseln. Und dann reingeben. Mit dieser Zange kannst du dann noch den Biegering anmachen. Einfach öffnen, hineinstecken und dann mit der Zange zumachen. Ein Glanzlack, damit man im Nachhinein ein schönes Finish hat. Es verschließt auch die Poren und es sieht einfach schöner aus, wenn es glänzt. Zum Lackieren als Unterlage verwende ich immer Backpapier. Ich nehme immer von einem alten Fläschchen den Pinsel, der ist total. Und dann einfach drauf loslackieren. Wenn du mehr Glanz haben möchtest, musst du einfach ein wenig warten und dann einfach ein zweites Mal darüber streichen. So, wie bekomme ich jetzt hartes Fimo, wenn es doch einmal etwas härter geworden ist, wieder weich? Zunächst einmal würde ich es ganz lange zwischen den Fingern kneten. Die Wärme der Hände macht es auch schon viel weicher. Wenn das nicht funktioniert, könnt ihr ein wenig Vaseline hinzufügen, aber nur ganz wenig, sonst wird es zu weich. Ich habe auch schon von dem Trick gehört, dass man es auf die Heizung legen kann und es weicher wird. Hitze generell ist ganz gut, zu viel ist nicht gut. Dann gibt es auch noch den Trick, Babyöl hinzuzufügen. Das habe ich selbst noch nicht versucht. Von Fimo gibt es eine Knethilfe, die man hinzufügen kann. Oder Wärme, du föhnst es einfach, dann wird es auch etwas weicher. Aber zunächst würde ich euch empfehlen, es einfach mal ohne diesen ganzen Helferlein zu versuchen und wirklich nur durch die Wärme der Finger weich zu kneten.
Damit euch das erst gar nicht passiert, dass Fimo steinhart wird, würde ich euch empfehlen, eine angebrochene Packung in Folie zu wickeln. Und diese dann in eine Verpackung mit Deckel zu legen. Würde ich nicht raten, das Fimo offen in so eine Kunststoffverpackung zu legen, also ohne Folie und ohne allem. Und da die Weichmacher sich irgendwann in den Kunststoff hineinfressen können, flüssig werden, ankleben und du das sonst nicht mehr rausbekommst. Das ist mir jetzt etwas zu weich geworden. Jetzt möchte ich, dass es wieder etwas härter wird. Was mache ich damit? Ich stecke es in den Gefrierschrank. Eine andere Variante, wie du Fimo wieder etwas härter bekommst, ist, es auszurollen. Und dann zwischen zwei Blätter Papier zu legen. Das Papier saugt, wie vorhin bereits erwähnt, den Weichmacher auf und innerhalb von einer Stunde ist es wieder wesentlich härter. So ein Rand entsteht übrigens nach einer Stunde. Jetzt widmen wir uns dem Thema Fingerabdrücke und wie man sie vermeiden kann. Ich zeige dir jetzt ein paar Tipps und Tricks. Wichtig ist zu wissen, bei weichem Fimo sieht man einen Fingerabdruck eher wie bei hartem Fimo. Ich mache jetzt hier kurz mal einen Fingerabdruck, du das sehen kannst, aber hier ist deutlich ein Fingerabdruck zu erkennen. Und jetzt machen wir hier das gleiche nur mit unserem Handrücken und verstreichen es. Und hier ist kein Fingerabdruck zu sehen. Das ist schon mal ein Trick, wie man es bei solchen Oberflächen glatt bekommen kann. Wenn du jetzt kleine Figürchen hast, wo es dann etwas schwieriger ist, diese einfach mit dem Handrücken glatt zu drücken, würde ich dir Handschuhe empfehlen. Die ziehst du dir einfach am Ende drüber, wenn du fertig bist mit deinem Werk, und verstreichst mit den Handschuhen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, ein Feuchttuch zu verwenden. Mit diesem Feuchttuch kannst du ebenfalls raue Oberflächen bzw. Fingerabdrücke gut vertuschen und wegwischen. Ich zeig dir das mal kurz. Hier war vorher noch ein Fingerabdruck zu sehen, der ist jetzt nicht mehr sichtbar. Und jetzt zeige ich jetzt noch kurz mit dem Handschuh. Machen wir jetzt einen Fingerabdruck. Dann verstreichen wir. Übrigens, wenn du mit Maisstärke arbeitest, vermeidest du ebenfalls Fingerabdrücke. Einfach ein bisschen auf deine Hände und auf die Arbeitsoberfläche geben und schon sind es weit weniger Fingerabdrücke. Wenn Fimo recht weich ist, kann es sein, dass Farbrückstände auf deinen Händen zurückbleiben. Diese bekommst du aber ganz einfach weg. Nimm dir einfach ein paar Feuchttücher und wisch dir damit die Hände ab. Als kleinen Tipp kann ich dir empfehlen, zuerst mit den hellen Farben zu beginnen und dann erst die dunklen Farben zu verwenden. So sparst du dir viele Tücher. Wie bekomme ich jetzt diese ganzen Fussel und die Fingerabdrücke noch weg, wenn das Werkstück schon fertig ist und gebacken ist? Es gibt hier von Fimo so Schleifschwämme, mit denen kannst du die Oberflächen anrauen. Die ist eher zum Verfeinern und diese Seite ist, damit du Fingerabdrücke wegbekommst. Damit raust du die Seite jetzt auf. So bekommst du auch so Fussel weg. Ich zeig dir das jetzt noch schnell mit dem Weißen.
alle Fussel sind weg. Ich zeige dir jetzt noch auf der anderen Seite einen weiteren Trick, den du verwenden kannst, und zwar Nagellack entfernen mit Aceton. Jetzt nimmst du einfach ein Wattepad, gibst etwas Nagellackentferner darauf. Und reibst es darauf ein. So, und schon sind die Fussel wieder weg. Wenn du Probleme hast, dein Fimo wieder von der Oberfläche runterzubekommen, dann empfehle ich dir Maisstärke. Einfach bevor du startest, ein wenig Maisstärke auf der Oberfläche verteilen und schon bekommst du es wieder leichter runter. Keine Angst, die Maisstärke lässt sich super wieder entfernen. Probieren wir ein paar Ausstiche aus. Metallausstecher finde ich besonders toll. Hier gibt es keine Ränder. Es passt alles so, wie es sein soll. Seht ihr das? Metallausstecher eignen sich super zum Ausstechen. Dann gibt es noch die Variante in Plastik. Ich muss sagen, ich bin nicht sehr begeistert davon. Wird meistens von Fimo mit angeboten. Ist leider von der Qualität her nicht das Beste. Ich glaube, man kann es gut sehen. Es hinterlässt so einen Rand. Man bekommt ihn zwar leicht wieder weg, aber es ist eine zusätzliche Arbeit, die man hier hat. Und einfach nervig. Und dann gibt es noch so Molds, die kann man sich auch ganz einfach selber machen, das zeige ich euch noch. Und hier brauchst du einfach nur das Fimo reingeben. Und die meisten kann man mittlerweile schon mitbacken im Ofen. Da musst du dich vorher beim Hersteller informieren, aber wenn du es zum Beispiel selbst herstellst, ich zeige dir eine Variante, diese kannst du dann im Ofen mitbacken. Jetzt zeige ich euch, wie ihr selbst Molds machen könnt. Ich verwende hier dieses. Man mischt sie im Verhältnis 50 zu 50. Ein wenig flach drücken. Und die gewünschte Figur, von der du einen Abdruck haben möchtest, hineinstecken. Zehn Minuten warten. Und dann hast du von dieser Figur einen Abdruck und kannst in diesem Mold dann Fimo einfügen. So, meine Mold ist fertig und man sieht, ich hätte die Figur noch weiter hineinstecken können, da hier die Fühler nicht mehr angrenzen. Trotzdem ganz in Ordnung. Wenn dein Fimo recht klebrig ist, kannst du, wenn du möchtest, etwas Maisstärke in die Form geben, dann geht sie leichter raus. Ihr kennt bestimmt solche Kettelstifte. Wir verwenden heute nicht den oberen Kopf, sondern die Rückseite. Das, was meistens überbleibt, verwenden wir heute als Verbindungsteil für den Kopf und Körper. Und zwar bohrt ihr euch ein Loch vor. Ein wenig Flüssiggel, Fimo Liquid, darauf. Wenn ihr noch Ohren zum Befestigen habt, macht dies lieber vorher. So, jetzt kommt unser Kettelstift zum Einsatz. Wir stecken ihn hier zuerst einmal in den Körper und dann stecken wir den Kopf einfach darauf. Und jetzt noch etwas festdrücken. Wenn du einen etwas schwierigeren Körper hast und nicht so eine Kugel wie ich jetzt hier, dann kannst du diesen vorher 10 Minuten in den Ofen legen, kurz backen.
Vergiss nicht vorher das Loch zu machen und dann mit Liquid wieder verbinden. So, jetzt zeige ich euch noch kurz etwas zum Thema Verblenden. Ich habe jetzt zwei Ohren und es ist immer einfacher, wenn man sich die Spitze ein wenig wegschneidet. Dann nehme ich Fimo Liquid. Und bringe die Ohren in die gewünschte Position. Und so kann ich es jetzt sogar mit dem Finger verstreichen. Ich brauche hier kein Werkzeug. Ihr könnt auch ein Tuch nehmen zum Verstreichen. Wie bemale ich Fimo vor dem Backen und nach dem Backen? Dies hier sind ungebackene Werke, die kannst du mit Wachskreidestifte zum Beispiel bemalen. Hierzu reibst du einfach ein wenig von der Kreide ab. Ich habe hier ganz gewöhnliche Ölpastellkreiden, mit denen funktioniert das ganz gut. Du kannst zum Einfärben aber auch Make-up nehmen. Oder du nimmst Eyeshadow und färbst damit dein Werk ein. Dann gibt es noch so Nagelpulver. Das kannst du ebenfalls verwenden. Oh. Gut. Dann nehmen wir das so. Hier ist es ebenfalls gut, wenn du vorher deinen Pinsel in Nagellackentferner getaucht hast, dann vermischt sich das Ganze besser. Es ist allerdings ein wenig bröseliger. Wenn du aber diesen bröseligen Effekt haben möchtest, dann ist das ganz gut. Du kannst damit auch den Fimo einfärben. Da bekommt es einen leicht blauen Touch. Im Grunde bräuchtest du eigentlich nur die Farbe Weiß. Du kannst dir mit Acrylfarbe jede Farbe zusammenmischen, die du gern hättest. Also wenn du Acrylfarbe zu Hause hast, mische einfach ein bisschen Acrylfarbe hinzu. Du kannst Fimo generell mischen, du kannst ja zum Beispiel Schwarz und Weiß mischen. Einfach einen kleineren Teil Schwarz verwenden und du erhältst Grau. Du kannst auch Rot mit Weiß mischen, einfach einen kleineren Teil Rot, dann erhältst du Rosa. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Du kannst hier wieder die Acrylfarbe nehmen. Oder aber auch Nagellack zum Beispiel. Bei Nagellack bitte nur kleine Flächen verwenden und im Anschluss gut mit Klarlack nochmals versiegeln, damit das Ganze nicht klebrig wird. So, zum Thema Whipped Cream, Fake-Sahne, wollte ich euch auch noch etwas sagen. Ihr kennt ja wahrscheinlich bereits mein Video dazu und ich wollte euch noch einen kleinen Tipp geben. Ihr könnt auch Fimo Light nehmen, es mit ein bisschen Wasser vermengen und dann habt ihr eben so eine kleine Fake-Sahne. Ihr könnt einen Gefrierbeutel verwenden, da drinnen das Ganze zusammenmischen und einfach dann diese Spritzdüse verwenden und schon ist eure Fake-Sahne fertig. Zum Thema, was kann ich alles bekleben und in den Ofen geben? Holzteile wie zum Beispiel so Schatztruhen oder Tassen, die mit Fimo umhüllt werden, oder auch Glas, lassen sich eigentlich problemlos im Backofen mitbacken. Ebenfalls Metall. Plastik ist schon etwas problematischer. Achte darauf, dass das Fimo erst im Anschluss an das Glas oder die Tasse geklebt wird. Zum Bekleben empfehle ich Sekundenkleber. Wenn du jetzt zum Beispiel Soßen für einen Donut haben möchtest, dann geht das auch ganz schnell.
brauchst du einfach nur ein wenig Fimo Liquid. Misch ganz wenig Acrylfarbe hinzu. Auftragen kannst du das Ganze dann mit einem Pinsel. Und das Ganze kannst du dann einfach mitbacken. Es ist auch möglich, dass du Glitzer einfach unter den Fimo mischt. Zeigst dir schnell.